Leute, da bin ich wieder. Diesmal mal aus Eastbourne. Ich war ja auch in Eastbourne und da habe ich natürlich auch die ganzen Linienbusse und so alles gefilmt. Auch die ganze Gegend. Müsst ihr euch mal angucken. Mal gucken, ob euch das gefällt. Auf meinem türkischen Kanal, da habe ich über Eastbourne schon alles auf Türkisch so ein bisschen gezeigt. Aber da sind auch ein paar Szenen dabei, die ich hier auf diesem Video habe. Wirklich interessant. Schaut euch das mal an. Mal gucken, ob euch das gefällt. In diesem Sinne, Film ab wie immer. Also Leute, diese Aussicht hier, die fasziniert mich immer wieder, wenn ich nach England komme. Die Kreidenfelsen kurz vor Dover oder direkt an Dover hier am Hafen, wo die Fähre gleich einläuft. Super, immer und immer wieder schön. So Leute, hier sind wir ja schon angekommen in Dover und verlassen jetzt die Fähre und habe ich mal so ein bisschen für euch mal so ein bisschen aufgenommen, damit ihr mal so einen Einblick habt, wenn man von der Fähre kommt, wie das dann aussieht. Interessant auch im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, die ganzen Kreidefelsen, so ein Stück bis zum Kreisverkehr, zeige ich euch das mal. Und in den anderen Videos, die ich hier habe, könnt ihr oben mal anklicken. Dann seid ihr direkt da auf diesem Video, wo ich Eastbourne komplett mit der ganzen Fahrt, mit Schiff, mit Fähre und alles zeige. Aber so sieht das aus, wenn man jetzt hier erstmal runterkommt. Hier braucht man sich erstmal keine Gedanken machen, ob man jetzt links fährt oder rechts fährt. Einfach mal geradeaus. Man landet nachher automatisch auf der Linksverkehrsseite und dann kann man rechts überholen, ohne dafür eine Strafe zu bekommen. Ja, die ersten paar Meter hier, wenn die Fähre hier voll überfüllt ist, hier dauert ein bisschen, bis man da runterkommt und sich erstmal alles einordnet. Aber dann geht es auch schon richtig zügig runter. Das ist alles noch Hafengelände hier. Auch Zoll. Wir sind noch nicht durch den Zoll. Eigentlich in Dünkirchen oder beziehungsweise in Calais ist ja schon die Grenzkontrolle. Aber hier machen die auch schon mal so Stichproben. Wer wohin fährt, auch gar nicht mal so verkehrt, dass man da nicht komplett einfach so sinnlos durch die Gegend fährt. Und einfach mal, wie gesagt, die Schildern mal verfolgen. Ich habe ja hier die Busspur genommen. Links sind die LKWs und rechts eben halt Bus. Und ja, schaut euch das einfach mal an, wo die Fahrt uns jetzt erstmal hinführt. Schön, dass es auch heute schönes Wetter gibt hier. Ist ja nicht selbstverständlich hier auf der Insel. Wenn man hier zum ersten Mal kommt, man denkt, es ist Sonnenschein. Nächsten halbe Stunde, eine Stunde kann es auch schon wieder regnen. Naja, heute haben wir schönes Wetter und wollen wir das mal genießen. Auch die schönen Bilder hier, wie ihr sehen könnt, die Kreidefelsen im Hintergrund. Hier müssen wir Vorfahrt gewähren, weil die von rechts hier ankommen und alle auch hier durch den Zoll wollen. So, wie gesagt, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr hier in England fahren tut, dann einfach nur den anderen hier verfolgen und dann kommt ihr schon direkt auf die richtige Seite. Ich habe jetzt mal hier die Busspur genommen. PKWs haben eine eigene Spur, LKWs eine eigene Spur. Und wir verfolgen jetzt die Spur. Oben könnt ihr ja sehen, hier für Busse. Und mal gucken, wo es uns hinführt.
So, da unten könnt ihr sehen, da werden die PKWs ab und zu mal rausgezogen, um zu gucken, ob sie was geschmuggelt haben. Hier wird jetzt ein Foto von dem Bus gemacht, Kennzeichen, ob da hier auch zugelassen ist, ob da hier fahren darf und wer überhaupt hier auf die Insel kommt. Da sind die Engländer natürlich richtig hinterher, um zu sehen, wer hier alles rein und raus kommt. Was will der Polizist denn da? Was sagt er? Der sagt nichts, fahren wir mal geradeaus. Was schreit er da? Ach, ja, warum zeigt er mir das auch nicht? Der Penner, wollte ich gerade schon sagen. Ja, müssen wir den Rückwärtsgang einlegen, wieder zurück. Der steht da und zeigt noch nicht mal, dass ich hier links muss. Das haben sich geändert hier, weil hier so eine Baustelle war. Ich denke schon, warum steht der da? Der ist bestimmt davon ausgegangen, Mehmet Uy, der ist immer in England und der kennt sich damit aus. Ja, Pustekuchen. Aber ist ja kein Problem. So, links ran. Der hat auch nicht mehr weiter gemeckert. So, wenn man jetzt hier weiter geradeaus fährt, dann ist noch die letzte Kontrolle hier. Aber ist keiner da. Dann können wir hier ruhig weiterfahren. Oben die Brücke könnt ihr vielleicht sehen. Das ist die Autobahn, die dann nachher nach Canterbury fährt. Aber wir wollen ja nach Eastbourne fahren, deswegen nehmen wir die M20 geradeaus. Nachher kommt dann noch so ein Kreisverkehr und dann befinden wir uns automatisch schon auf der linken Seite. Wie gesagt, man braucht keine Angst haben, wo man sich jetzt befindet, ob man jetzt gleich rechts fährt oder links fährt. Man kommt automatisch, wird man umgeleitet, so dass man direkt auf der linken Spur fährt. Dann kann man natürlich auch rechts überholen, ohne dafür eine Strafe zu bekommen. Lustig, oder? So, jetzt fahren wir hier den LKW da hinterher, weil der will auch hier auf diesen Kreisverkehr, damit er hier aus dem Hafengelände endlich mal raus ist. Oben übrigens befindet sich noch Dover Castle, das besichtige ich nächste Woche mit einer Gruppe. Da werde ich natürlich auch noch Aufnahmen von machen und euch das dann auch zeigen. So, jetzt sind wir hier auf der linken Spur im Linksverkehr. Könnt ihr vielleicht auf der anderen Seite sehen, die anderen Autos, die kommen von rechts. So, und somit verlassen wir jetzt hier den Hafenbereich und fahren weiter Richtung Hastings erstmal. Erstmal Ashford, dann darunter, dann kommt Hastings, Bexhill und irgendwann dann später, so nach, was sind das, 70, 80 Kilometer, kommen wir dann nach Eastbourne. Und von da aus werde ich dann natürlich weiter berichten.
So, ich mache schon mit der Gruppe die erste Wanderung, sage ich mal hier. Wir sind Burling Gap oben, fahren Beachy Head, die laufen hier, die wandern die Kreidefelsen entlang und hier ist dann mal so ein Zwischenstopp. Hier werden die Fahrgäste dann rausgelassen oder auch abgeholt, eingesammelt, die schon müde sind und weiter entweder nach Eastbourne runter oder eben halt zurück. Und hier kommt hier auch eine andere Firma, hier Bröskamp mit einem schönen Neoplan Starliner. Der versucht dann hier rückwärts neben mir einzuparken, damit er auch eben halt seine Fahrgäste hier rauslassen kann. So, jetzt bin ich schon unten hier. Bus habe ich mal oben gelassen, runtergelaufen und will euch das mal hier zeigen, hier in Eastbourne. So ein bisschen, hier ist wirklich allerhand los, auch hier Sightseeing-Tour. Die fahren dann jetzt auch hoch, damit man alles eben halt hier als Tourist so sehen kann. Hier sind wir jetzt hier am Pier. Hier kann man die Spielcasinos hier benutzen. Da sind auch viele Kinder, die schmeißen ihr Restgeld, ihr Hartgeld, alles da rein, nur um ein bisschen Spaß zu haben. Und hier habe ich jetzt so ein paar Aufnahmen von den einheimischen Bussen hier. Das sind überwiegend Stagecoach nennen die sich. Das ist hier wie bei uns VKU oder RVM oder so, eben halt die Bezeichnung für die Busse. Und da hier auch Baustelle ist, müssen die jetzt so ein bisschen Umleitung fahren. Normalerweise ist hier noch mehr los, aber hier sind jetzt vereinzelt Busse, die ich euch mal hier so ein bisschen zeige. Also hier fahren hauptsächlich die Doppelstocke hier und die nehmen dann alles mit, was hier von A nach B fahren möchte. Eastbourne finde ich übrigens sehr interessant, ist direkt an der Küste gelegen. Und hier kann ich euch empfehlen, wenn man in Eastbourne ist, hier beim Alibaba für 3 Pfund, dann gibt es Hamburger, Chips und eine Cola dazu. So, hier haben wir noch einen schönen Scania hier, der die Reisegruppe hier wohl abholt. Das ist aber ein englischer Bus, könnt ihr ja sehen. Die Leute steigen hier von links ein und der Fahrer sitzt rechts. Ist aber ein sehr schöner Bus, aber ist, glaube ich, kein Zweiachs. Da muss man näher dran gehen, dann sehe ich das. So, hier nochmal der Pier hier von Eastbourne. Hier kann man sich dann ausruhen. Nur auf die Möwen, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr was in der Hand habt. Die kommen, die Viecher, und nehmen euch das direkt von der Hand. Die sind wirklich gefährlich, die Viecher. Wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Stadt hier direkt an der Küste, dieses Eastbourne. Hier komme ich gerne hin. So, und hier steht auch mein Bus ganz hinten in der Reihe. Wir sind von oben von Beachy Head hier runtergefahren und die Parkplätze sind immer außerhalb von der Stadt. Aber ich habe ja mein Fahrrad dabei, war für mich kein Problem. Dann radel ich eben halt in die Stadt runter. Da kommt noch so ein Bus. So Leute, wieder ist ein Film mal zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, auch einmal Eastbourne mal zu sehen, wie hier die Busse, die Doppeldecker und alles Mögliche hier alles so funktioniert. So, bis in einem anderen Video, sage ich wie immer, euer Memedoy.